Ja, grüße meine Freunde, wir sind jetzt angekommen im Auto. Da ist das Zimmer, schauen wir mal rein. Mädels, wie schaut's aus? Fast fertig. Einziehen haben wir ja schon können. Aber ich hätte gesagt, da fehlt noch ein bisschen was. Vor allem am Video sieht man ja gar nichts, außer tun die halt. Echt jetzt? Ja, jetzt wird es besser. Also wie gesagt, das Styling vom letzten Mal, das müssen wir beim Aussteigen noch ein bisschen, ne? Ja, mit Schwerlauf kann man so nicht fahren. Ja, so, das ist schlecht. Christine und? Fertig. Okay, mein Zauberstab müsste hier noch irgendwo. Wo ist dein Gesicht? Da ist der Zauberstab. Du hast ja, ich kann das nicht alle beide Tage machen. Ich kann nur das für einen Tag machen, das wäre sonst viel zu aufwendig. Aha. Mir reicht es für einen Tag. Dann passt es. Und wann musst du dann morgen anfangen? Früh. Wenn das Essen um 7 Uhr ist, das hier um 7.30 Uhr, ja, oder? Ja, 7.30 Uhr. So 3-4 Stunden bevor wir fahren, bevor wir zum Essen gehen, muss ich anfangen. Ja, dann kannst du ja morgen früh dann nochmal. Ne, da bist du nochmal. Ja. Also dann packen wir noch ganz zusammen und dann fahren wir auf die Messe. Es sind noch 30 Kilometer bis dahin. Ja, 20 Minuten in diese Richtung. In diese Richtung. Mhm. Ja, also. Für die Flügel, wie macht man die? Die Flügel, die sind relativ schnell, weil die werden bloß gebügelt. Man macht das Konstrukt aus Metall und bügelt die Folie drüber praktisch. Aha. Und das ganze Kostüm? Das hat 3 Monate gedauert. 1 Monat. Das ist ja alles drauf gestimmt. Ist das Metall? Ja. Das ist ja Hammer. Wo kriegt man sowas her? Am besten aus Italien.
du die ganzen Interviews? Ja gut, wenn man es vielleicht hört, man versteht einfach nichts. Das haben wir dann spätestens beim zweiten, dritten Mal festgestellt. Und naja, also es war geplant, auch mit Fragen diesmal, aber wie gesagt, das geht einfach nicht. Wir haben es irgendwie versucht zu machen, aber funktioniert nicht. Angelangt, also zum Glück, ich bin nämlich voll im Arsch, da bin ich nur ich, also der Rest ist auch vollkommen weg. Morgen cosplayen wir dann alle vier. Heute waren wir ja nur zu zweit, aber es hat auch völlig ausgereicht. Und weit und breit waren echt überall super geniale Cosplays und man ist gar nicht dazu gekommen. Wir haben auch wirklich versucht, ein paar zu interviewen, aber durch die Raumlautstärke hört man das gar nicht, aber ich meine, im Video, schöne Musik dahinter, ist jetzt auch nicht so wild. Ja, wir schleppen uns jetzt noch irgendwie ins Restaurant und danach fahren wir ins Bett und müssen morgen auch schon wieder früh raus, also bis morgen! Also ich muss sagen, es war heute echt mega anstrengend und ich bin froh, dass wir jetzt endlich wieder hier im Hotel sind. Ich habe auch heute gleich nachgefragt, ob ich morgen überhaupt mit meinem Gesichts-Make-up rein darf, weil es heute schon einige Komplikationen gab wegen den Schwertern von meiner Schwester. Und die haben gesagt, ich darf rein, aber halt nur in die Halle 1 und ich glaube auch in die große Halle. Wir sind alle sehr kaputt und ich bin ziemlich froh, dass ich jetzt meine Brille wieder habe, weil ich nicht sehr viel sehen konnte, halt sagen wir weniger als sonst. Ja, ich bin einfach nur kaputt. Nett. Ciao, bis morgen und anstrengend wegen 3 Stunden früher aufstehen und ich bin kaputt. Bis morgen. Ciao.